Jetzt fangen wir mal so an. Das ist der Peter, heute mein Fluglehrer, wie ihr schon am Rucksack seht. Der ist ein bisschen groß zum Radfahren. Und ich übergebe mal an Peter, was wir heute Schönes tun werden. Genau. Ja, hallo. Wir werden heute mit Nico einen Hammerflug machen von der Vierscher Alp. Das liegt in der Aletsch Arena, dem europäischen, wie sagt man? Wie heißt's? Größten Gletscher. Ja, genau. Ja. Größte Gletscher von Europa. Wunderbare Sightseeing-Flug wird das geben. Ja, Nico, ich glaube, du freust dich. Also es ist top. Genau, das ist ein Wahnsinnserlebnis. Wir wollten euch einfach mal was anderes bieten und bleibt dran und schaut es euch an. So, da wird hergerichtet. Da hinten haben wir gerade gehört Matterhorn und Weißhorn. Schön. Arme jetzt hier durch. Jo. Genau. Knie hochziehen, anziehen und richtig reinrutschen. Perfekt. So, da hinten ist der Vierscher Gletscher. Genau, den haben wir gestern auch schon. Wir sind gestern die Runde hier gefahren. Ja. Bis hier hoch. Einmal rum. Haben den Vierscher Gletscher gesehen und sind an diese Trails hier gefahren. Super! Ah, siehst du, es gibt ja schon Wolken da. Ja, ja. Das ist ein gutes Zeichen für uns Gleitschirmpiloten. Dann sieht man, es hat Thermik, die Luft steigt auf und da oben kondensiert sie dann. Stopp! Ja. So, einmal Bremse hier. Ja. Einmal Bremse hier. Okay, heißt? Wenn man heißt. Siehst du mal ein bisschen links? Genau, schön langsam. Arm etwas hoch. Bremsen. Aha. Bremsen. Ja. Das heißt, und wenn du links anbremst, liegt er links. Wenn du rechts anbremst, liegt er rechts. Ja, genau. Aber lässt man dann die linke Seite ein bisschen locker? Super, ja. Willst du auch noch Action? Ja, bitte. Immer. Dann musst du, lässt die Bremse los, einfach loslassen. Ja. Das fliegt von alleine. Loslassen. Einfach komplett loslassen. Komplett loslassen. Okay. Wenn du weg, du übernimmst wieder die Kamera. Super. Nächste, ja. Siehst du, hab etwas ich. Geht da? Ja, ja, irgendwas. Ja, ja. Gänsehaut-Feeling! Cool, ha? Super! Cool, ha? Super! Mega! Und
Super. Nico, perfekt gemacht. Peter, danke. Super. Wow. Oh, geil. Ja. Hammer. Ich habe es überlebt. War ein mega Erlebnis. Also kann man wirklich empfehlen. Macht echt Laune. In einer schönen Kulisse sowas zu veranstalten. Was ist los bei dir? Ich kann es schon laut reden, glaube ich, dann checkt man. Ein raw Video, weißt du? Geht jetzt mit dem Sessellift drauf. Was? Das hört man garantiert. Was sagt ihr dazu? Wir erreichen neue Dimensionen, wollte ich schon als Titel nehmen. Damit ist allerdings nichts anderes als... Es naht ein Gewitter. Ja. Und so ist die Aussicht gerade. Und da oben, wo dieser kleine Mini-Bagger drin steht, da ist, glaube ich, ein neuer Trail. Den hat uns gestern der Guide gezeigt, also zumindest von der Gondel aus. Und den wollen wir jetzt mal auschecken. Da sieht man ihn jetzt, den Weg, wie aus dem Ei gepellt. Hoffentlich ist der überhaupt schon offen. Im Bereich ist es schon fertig. Wie ihr seht, ist es hier noch im Bau. Wir denken mal, er wird diesen Sommer fertig. Mal sehen, ob wir das noch rausfinden können. Und anhand der Fähnchen, die man hier so sieht, verläuft der Trail dann praktisch hier weiter. Ist ein Flow Trail und kommt dann zu dem Sessellift. Ja, und wenn das hier alles fertig ist, der Großteil ist schon fertig, dann hat es 150 Kilometer Trail und Bikestrecke. Mega gut. Da seht ihr den See, wo wir gestern waren. Und da hinten ist ein mega Panorama. Die weißen Gipfel. Dip, 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 dip. Oh, ein pinker Gipfel. Wer das wohl ist? Hä? Das ist Matterhorn. Petrahorn.
da sind wir auch, glaube ich, gefahren. Zeit. Wir haben den Supermarkt gerade noch offen erwischt, die letzten Minuten. Und jetzt gibt's Cremeschnitte, Kaffee, Trauben und Sämmchen. So, neue Anziehsachen, weil es ja schließlich schon der nächste Tag. Und wir sind wieder oben am Gletscher. Nicht, dass ihr denkt, wir blenden euch die alten Bilder von gestern ein. Nein, wir sind schon wieder da. Für uns geht es jetzt dann hier den Trail entlang. Übrigens gehört die ganze Route hier auch zum Stoneman dazu. Also alles, was wir gerade eingeblendet haben, ist Teil vom Stoneman. Ich gehöre auch dazu zum Stoneman. Hallo! Echt? Bist du 365 Tage nur hier unterwegs? Ja. Aha, ganz schön langweilig. Ich bin im Gletscher geboren. Oh. Nico, der Neue. Was war das? Nicht Yeti, sondern Ötzi. Ötzi. Ja! Yeah. Super witzig! Außer Rücken. Außer Rücken. Oh mein Gott.
schon wieder hier oben. Das ist auch mega beeindruckend einfach. Und was wir euch gestern noch nicht gefragt oder besser gesagt erzählt haben, wisst ihr, woher diese schwarzen Streifen im Gletscher kommen? Was haben die zu bedeuten? Also, was haben die zu bedeuten? Jetzt habt ihr noch kurz Zeit. Überlegt. Hast du es dir gemerkt? Natürlich, das sind die schmutzigen Autobahnen von den anderen Gletschern. Die praktisch, die anderen Gletscher produzieren Schmutz und der wird dann hier abgelagert. Oder so war es. Genau, so. Also da oben sind mehrere Gletscher und die Endmoränen, damit meint der Nico die schmutzigen Autobahnen von diesen Gletschern, das ist also absolut normal, die schieben ja immer Geröll vor sich her, die gehen dann wiederum in diesen Aletschgletscher rein und genau, jeder Streifen ist quasi eine eigene Endmoräne. Thank you.
Auflösung für euch von der Quizfrage. Also, diese Steine, die ihr da drin seht, früher war es so, das waren Vorratskammern und Mäuse können sozusagen nicht so über Kopf krabbeln, deswegen haben die diese Steine eingebaut, dass keine Mäuse und Ratten und Zeug reinkommt. Das war die entscheidende Hürde, dass die Maus nicht an den Speck kommt. Ja, letzter Tag und schon auf der Heimreise, weil es hat geregnet und dementsprechend musste unser Programm ausfallen. Eigentlich wollten wir Stand-Up-Paddle machen auf dem See oben, aber ja, war halt nichts bei 4 Grad und Regen. Und dann hatten wir die Insta-Go-To, diese kleine, die man überall hinpinnen kann, aufgepinnt. Leider zu lange, über 2 Stunden. Ich hätte sie vielleicht zwischendrin mal runter machen sollen. Deswegen gibt es auch keine geilen Aufnahmen von der Heimfahrt, weil... Aber von der Hinfahrt haben wir was drauf, gell? Ja, von der Hinfahrt haben wir was. Die habt ihr sicher schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut euch unbedingt unser erstes Video vom Wallis, von der Aletsch Arena an. Und ja, bei uns gibt es jetzt noch Essen. Nico, ich darf ganz wieder Hausklave spielen. Beim Kochen. Im Bus kochen zu dürfen, das ist ein Privileg. Wie seht ihr das? Ja, wir hoffen, die Videos haben euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.